Ja. Luke, wie geht's dir? Ja, oh Gott, ich habe so hart trainiert und habe alles gegeben. Ich habe mich vegan ernährt. 3 Monate und das über Weihnachten. Vegan, da isst du eigentlich nur Spekulatius. Mehr kannst du nicht essen. Sind Spekulatius vegan? Ist da nicht Milch mit drin? Ja, dann weiß ich, woran es gelegen hat, verdammt nochmal. Es war nicht Spekulatius. Stimmt, ist ja auch Speck im Namen drin, ne? Ja, ja, ja. Okay, also es lag an der Ernährung. Ich habe wirklich alles gemacht und getan, um hier ins Finale und jetzt, und das, Sophia Tomalla. Ohne einen Tropfen Schweiß vor Gott zu haben. Sie schwitzt nicht. Sie sieht immer noch gut aus. Nichts gemacht und steht im Finale. Das ist, ich verstehe die Welt nicht mehr. Aber sie hat es verdient, weil Sophia Tomalla ist einfach die coolste Sau hier im ganzen Studio. Und deswegen viel verdient Glück im Finale, Sophia. Mit auch einem echt geilen Team. Es muss an der Farbe Orange liegen. Die ziehen irgendwie immer ins Finale ein und gewinnen und gehen weiter. Aber jetzt ist ja die große Frage, also natürlich, wer gewinnt heute beim Endspiel? Wer zieht ins Finale ein? Und was machen wir mit dir? Ich würde sagen, du hast sehr viel Erfahrung. Also du hast schon 2-mal hier bei Catch mitgemacht. Du kannst fangen. Du wirst einfach der Oliver Kahn von Sat.1, der Experte. Ich werde euer Experte. Ich werde jetzt Experte. Vielen Dank an den einen Menschen, der diese Idee toll fand und einen halben Applaus gestartet hat. Simon, findest du es gut? Das war Oliver Kahn. Das war Oliver Kahn selber. Findest du es gut? Ich find's gut, ich hab Luke gerne an meiner Seite. Zur Belohnung darfst du dann dafür so oft Simon fangen, wie du willst. Ich lass dich auch wieder gewinnen. Ja, ich meine, das wäre natürlich eine Sache jetzt vor dem großen Finale. Vielleicht kann ich den Simon einmal nochmal durch Circle jagen. Ja gut, da sagen vor wir doch dem nicht Großfinale. Nein. Okay. Simon, da sagst du doch nicht. Ich möchte ganz kurz zu meiner Verteidigung sagen, in meiner Blase sind ungefähr 8 Liter Flüssigkeit. Willst du noch was trinken? Ja, unbedingt. Bitte zeig mir kein Wasser, weil sonst passiert dir ein Unglück. Ja, los, dann geht's auf Position. Ich brauche ein Erfolgserlebnis. Ich werde Simon Pierce jetzt fangen. Hier ist unser Endspiel. The Circle. Also, ich habe heute mit Simon frühstücken dürfen und auf dem Weg zum Buffet hat ihn Karl Dall überholt. Jetzt gucken wir mal. Also, Luke, es kann im Prinzip nichts schiefgehen, aber vielleicht ist genau das das Problem. Dann startet ihr beiden. Ich brauche ein Erfolgserlebnis. 3, 2, 1, Catch. Oh, Simon, das ist aber ein später Start gewesen. Und du hast da irgendwie, du darfst dich nicht richtig festhalten, Simon. Auf der Flucht, Simon. Luke kommt dir immer näher. Du riechst seinen Atem schon. Ja, das ist der von Luke. Oh, Simon! Simon! Ich hab dich doch eigentlich viel schneller in Erinnerung, ja! Lass den Ring heilen! Ach, Luke, das wäre genau dein Spiel! Verschlungen wie 2 Kreuzottern bei der Paarung. Luke und Simon, ganz großer Sport! Simon hat sich irgendwann mal einfach ergeben, wie ein Hund auf den Rücken gelegt und ihm Arme, Beine nach oben. Luke, fühlst du dich jetzt besser? Ja, jetzt habe ich so ein Siegergefühl, mit dem ich jetzt hier das Finale gucken kann. Aber Simon, du machst das echt super. Also, ich habe gerade vorher eine Zigarre auf Lunge gegeben. Ja. Und die Hose ist nass und wir gucken uns jetzt mal die wirklichen Regeln von The Circle an. Die Spieler starten auf sich gegenüberliegenden Seiten eines Kreises. Beide sind Fänger und Läufer zugleich. Ein Spieler kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt mit einem Mitspieler wechseln. Jeder aus dem Team darf nur einmal laufen. Das Team, dessen Spieler seinen Gegner einholen und fangen kann, gewinnt das Match und zieht ins große Finale ein. So, seid ihr bereit, David? Ich denk, wie lange kannst du denn noch laufen? Also jetzt so. Ja, bis morgen früh. Schön, gut. Ich habe heute mehr Sport gemacht als Sophia. Ja, apropos Sophia, komm zu uns. Es geht jetzt ums Finale und du kannst dich jetzt nicht drücken. Du musst laufen. Jeder muss laufen und wer aufgibt, ist ganz klar raus. Wer gewinnt, ist im großen Finale am 12. April und kann Deutscher Meister empfangen 2019 werden. Okay, dann geht bitte auf eure Position und zum letzten Mal an diesem Abend übernimmt Teamkommentar
Und sei Jan. Wir starten hier. Ich muss jetzt aufs Klo. Mimi fängt. Jetzt muss ich nicht mehr aufs Klo, ne? Da haben wir schon mal die erste gute Nachricht. Die zweite ist, dass Orange und Lila auf dem Weg sind. Ja, da kann man auch noch mal die Köpfe zusammenstecken. Haben sie vielleicht auch schon ausreichend getan? Sieht so aus. Mimi beginnt für Orange. Und auf der anderen Seite haben wir Pete. Hoffentlich verlieren wir dich! Du als zweites, David? Nein, nein. Mimi ist gut drauf. Das Gesicht strahlt. Die Frage ist aber jetzt, was machen die Beine? Sprintqualitäten können wichtig sein, Ausdauer noch viel wichtiger. Und los geht's mit The Circle. Lauf dein Tempo. 3, 2, 1, Catch. Mimi geht es ganz, ganz schnell an. Jeden Tag am Trainieren, entweder im kleinen Gym im Keller oder eben natürlich mit seinem Bundesliga-Handballclub. Aber auch Pete können beide das Tempo halten. Es ist einfach was Besonderes. Der erste Wechsel angekündigt bei Pete. Immer im Kreis zu laufen, das muss man auch mal erstmal hinbekommen. Also, der erste Wechsel vollzogen. Jetzt gleich raus mit dir, Pete. Und Mimi ist noch da. Mimi, du hast den schnellen Luca im Rücken. Stab fallen lassen wäre fatal. Lila kommt ran, denn man darf nur mit dem Stab in der Hand laufen. Luca, ja, du warst nah dran, muss ich jetzt sagen. Da sind wir in der Vergangenheit. Denn das sind schnelle, schnelle Schritte von Benny. Lila macht sich bereit zum nächsten Wechsel. Imke kommt, die ehemalige Leichtathletin. Der Wechsel klappt. Luca ist raus aus der Spur. Und auch die Ansage von Benny. Und jetzt kommt Jan, der das Obstacle Race im Prinzip für Orange entschieden hat. Und der hat lange Beine. Der macht große Schritte. Aber auf der anderen Seite haben wir eine Läuferin, die schon bei der deutschen Meisterschaft über 800 Meter dabei war. Imke hat Ausdauer. Da muss die Ansage irgendwann kommen. David ist der Letzte fürs Team Lila. Jan holt auf, solange es noch geht, Imke. Jede Runde kann entscheidend sein fürs ganze Team. Noch ist das nicht so bedrohlich. David, der letzte Läufer, er muss zupacken, das tut er. Und jetzt Jan, der muss ihn irgendwie noch ein bisschen müde laufen. Wir haben Sophia auf der Liste noch bei Orange. Jan, David zu bekommen, nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. Sophia, du bist die Letzte. Mach dich schon mal auf was Schönes gefasst. Und zwar ein Duell mit David Odonkor. Der geht das unfassbar taktisch an. Der ist im Jogging-Modus. Wir sind am Ende dieser Sendung. Die haben alle schon so viele Anstrengungen hinter sich. Die haben schon so viel Säure in den Muskeln. Alles noch mal rausholen an Kraftreserven. Und wie lang ist Jan schon in der Runde? Auf dem Circle. Und jetzt kommt schon die Ansage von Sophia. Wir hätten weiterlaufen müssen. Ja, vielleicht habt ihr zu früh gewechselt. Aber wie lange hält David das denn bitte durch? Unglaublich. Unglaublich. Sophia, mit jeder Runde, die David läuft, steigen deine Chancen, Orange ins Finale zu dringen. Jetzt bist du gleich dran. Jan kann nicht mehr. Ihr müsst wechseln. Und jetzt Sophia. Und keine Anstalten von David, da die Füße in die Hand zu nehmen und richtig loszulegen. Der beißt schon so sehr auf die Zähne, Sophia. Das sieht so aus, der kann schon gar nicht mehr so richtig. Oh Mann! Und jetzt versucht er es doch nochmal. Ja! Festhalten ist nicht erlaubt, David. Boah, so ein Sprint, der kann auch nach hinten losgehen. Jetzt muss er erstmal in den Spaziergang-Modus schalten. Oh Mensch. Hase und Igel, aber wer ist Hase, wer ist Igel? Wie soll David in diesem Leben bitte noch Sophia einholen? Die läuft ihr Tempo und die ist sowas von cool. Die hat gesagt, nee, ich habe mich nicht speziell vorbereitet auf diese Sendung. Aber ein paar Mal laufen, Sophia, das warst du, glaube ich, doch. Ja, es wird langsamer, komm! Die kann immer! David ist gefühlt kurz davor, sich hinzusetzen. Zu kapitulieren. Nein, ihr dürft nicht noch mal wechseln. David!
sollen wir mitlaufen? Die Frage von draußen. Nein, mitlaufen gibt es nicht. Oh Mann! Es ist so ein bisschen die Entdeckung der Langsamkeit, aber die Spannung steigt und David kommt näher. David kommt näher. Ein Hin und Her auf überschaubarer Geschwindigkeit. David, er packt zu und er bringt Lina in die Catch-Final-Show. Was für ein Endspurt! David Onoko ist im großen Finale am 12. April. Er hat die Chance, deutscher Meister empfangen zu werden. David, komm her. Komm mit, das ist ja wirklich unglaublich. Ich hatte kurzzeitig mal das Gefühl, du hättest gerne wie beim Fußball diese Bewegung hier gemacht. Trainer auswechseln. Alter, auf jeden Fall. Ich bin einfach nur im Arsch. Kaputt. Aber wo ich gemerkt habe, dass Pomala ein bisschen langsamer wurde. Ich habe das Tempo gehalten. Und am Ende musste ich halt ein bisschen Gas geben. Und wir sind jetzt Finale. Du bist im Finale am 12. April. Bei uns geht's nächste Woche, Freitag, 20:15 direkt schon wieder weiter mit unserem Oliver Kahn. Der sexieste Experte, den man sich wünschen kann. Glücklich darüber ist er nicht, aber egal. Und jetzt geht's weiter mit Atze Schröder und zwar im gleichen Tempo wie bei Catch. Turbomäßig sein Programm. Bitteschön. Tschüss.